Hallo und willkommen bei Muskelweiter. So, diese Woche mit den für mich persönlich besonderen Abfüllungen neigt sich dem Ende. Und für den letzten Tag habe ich mir nochmal ein ganz besonderes Highlight rausgepickt. Ich habe ein kleines 2CL-Sample vom Friendly Mr. Z, vom Sascha, ergattern können. Vielen Dank an der Stelle nochmal dafür. Von einer meiner Lieblingsbrennereien und einer Abfüllung, an die ich sonst niemals rangekommen wäre. Und zwar habe ich heute den Artback 25 Jahre im Glas. Wow, 25 Jahre Artback ist ja sowieso total gehypt und total teuer, aber ich liebe Artback. Ich finde die Sachen, was die machen, einfach lecker. Von daher wollte ich ihn total gerne probieren. Diese Verpackung und die Flasche, das sieht natürlich schon total genial aus und hätte ich natürlich am liebsten selber gehabt, aber der Ausgabepreis lag bei 750 € und der war auch ratzfatz ausverkauft und ging dann schnell in 1000, 1100 € Regionen und das ist für mich einfach ein paar Gehaltsstufen von meinem Budget entfernt. Ich hoffe, solche Abfüllungen könnten es demnächst vielleicht auch bei mir in der Flaschenteilungsgruppe schaffen. Ich weiß, der Sascha hat seine ja geteilt und auch geteilt bekommen. Ja, würde mich freuen. Ich freue mich jetzt aber nochmal, ihn im Glas zu haben. Wieder einmal jetzt mein nagelneues Blendersglas kommt heute direkt zum Einsatz. Und ich habe tatsächlich heute auch noch diese Deckel geschenkt bekommen. Von daher gleich doppelt neu. Den Whisky habe ich jetzt schon eine halbe Stunde stehen lassen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, was mich erwartet. Also als erstes kommt eine herrliche Rauchnote. So eine typische Artback-Rauchnote. Dabei kommt aber direkt sowas cremiges, sahniges. Aber die Rauchnote. Also, erstens bin ich überrascht, wie viel Rauch der noch hat nach 25 Jahren. Und zweitens, ich liebe die Artback-Rauchnote. Das ist einfach herrlich. So richtig schöne Lagerfeuer-Rauchnote mit so einer Artback-Süße. Der hat Sahne, der hat Toffee, der hat Karamell. Ich versuche so ein bisschen hinter die Rauchnote zu kommen, aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil er doch noch mehr Rauch hat, als ich erwartet hätte. Minimal kräutrige Noten, aber tatsächlich nur so angedeutet. Also, ich habe so eine Lagerfeuernote, aber noch irgendwie was dabei und das kann ich noch nicht so ganz deuten. Ich glaube, das erinnert mich an so ein Osterfeuer, wenn dann tatsächlich auch so, ja, Tannenbaumzweige verbrannt werden, also so, wenn da reingeworfen wird und die Tannennadeln erstmal richtig knistern und sowas. Und ich finde so Nadelbäume, die riechen auch ein bisschen anders, wenn man sie verbrennt, als so die normalen Baumstümpfe. Eine Fruchtigkeit hat er. Aber ich hatte erst überlegt, ob das eine Birne ist, aber wenn dann eine sehr süße,
saftige Birne. Wobei ich glaube, das geht eher so in Richtung Banane, Pfirsich. Ich habe ein bisschen was von Milchschokolade. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit das Gleiche erzählen, aber ich habe total Lust, einfach noch Ewigkeiten an dem Whisky zu riechen, weil der riecht einfach gut, der riecht einfach herrlich. Verdammt, ist der gut. Also die offiziellen Tasting Notes sind tatsächlich Lagerfeuerrauch mit einer ja, Sahnenote. Also, und ich muss sagen, das passt wie die Faust aufs Auge. Also ich habe so richtig was cremig, sahniges oder Karamell, Toffee und dazu halt diese Rauchnote. Und das geht so Hand in Hand und ist so schön als Kombination. Das riecht total toll. Also wenn man gerade irgendwie so ein Pudding auf dem Kamin stehen hat. Schön süß. Also ich hatte, glaube ich, selten einen Whisky, der in der Nase so cremig war. Die Rauchnote nimmt jetzt langsam ab, ist aber immer noch wahrnehmbar, also sie ist nicht weg, aber man gewöhnt sich langsam dran und kriegt so ein bisschen auch die Aromen, die so dahinter liegen. Hier oben habe ich tatsächlich wieder so ein bisschen diese Kräuternote, die ich vorhin schon mal hatte. Hier unten ist noch ein bisschen mehr vom Rauch. Also ich bereue es nicht, mit dem gewartet zu haben, bis ich mein Blindersglas hatte. Die Nase ist es auf jeden Fall wert, dass sie noch ein bisschen unterstützt wird, dass man das noch ein bisschen mehr genießen kann. Also vom Alkohol merkt man null. Man hat man ja gerade gesehen, man kann tief einatmen. Und das ist einfach herrlich. Also das ist seit langem, langem die beste Nase, die ich verriechen konnte. Mich würde mal interessieren, wie viel gerade mein Kopf mir einen Streich spielt und mir sagt, ja, der ist gut, weil er teuer ist und ja, der ist gut, weil du gerne Artback magst. Aber ich finde ihn wirklich klasse. Von der Nase her. Und ich traue mich schon fast gar nicht, dran zu nippen, weil ich nach der Nase fast nur enttäuscht werden kann. Aber ich bin ja neugierig, ich will es trotzdem wissen. Zum Wohl.
Also ich bin zumindest nicht enttäuscht vom Geschmack. Auch hier bin ich überrascht, wie viel Rauch er hat. Er hat herrlich Eiche, gut 25 Jahre. Er macht den Mund angenehm trocken, aber nicht zu viel. Die Rauchigkeit ist total toll. Wobei das hier, würde ich sagen, mehr so ein Kaminofen ist. Ein bisschen rußiger, ein bisschen aschiger. Das erinnert mich so an. Boah, wie erkläre ich das am besten? Ich hatte damals in der Schule einen Freund, die haben in einem ja, sehr alten Haus gelebt und da wurde halt komplett auch mit dem Kamin geheizt und die hatten aber auch so ein bisschen altbackene Einrichtungen und ich glaube, der Vater hat sogar Zigarre geraucht, nicht Zigarre, Pfeife geraucht oder sowas. Und in dem Haus war immer so ein bisschen so ein alter, rußiger Eigenduft halt. Und daran erinnert mich das total. Und ich habe das immer gerne gerochen. Im Geschmack hatte er gerade noch so eine leichte Pfeffernote, aber minimal. Dazu so eine sehr typische Artbeck-Süße, wie ich finde. Ein bisschen Zitrone, Vanille, Karamell. Also in der Nase, habe ich ja gesagt, ist er sehr cremig, sehr sahnig, sehr weich. Im Geschmack ist das nicht so sehr. Da hat er schon so, hallo, ich bin ein Islay Whisky, ich bin stark rauchig und da zeigt er so ein bisschen sein anderes Gesicht, aber das ist toll. Also macht ihn auch ein bisschen komplexer. Also diese Rauchnote erinnert mich tatsächlich an Erinnerungen von früher, wenn ich bei Leuten zu Besuch war. Ich kann mich auch erinnern, da wo meine Eltern ihren Hund geholt hatten beim Züchter, da wurde auch Pfeife geraucht. Also tatsächlich, wenn ich bei jemandem zu Besuch war, wo Pfeife geraucht wurde. Und wenn man da dann in dieses Zimmer kam, wo drin geraucht wurde, daran erinnert mich das so ein bisschen. Aber ich fand Pfeifengeruch immer irgendwie gut. Dazu habe ich tatsächlich so ein bisschen Orange, vielleicht doch ein bisschen Birne, eine schöne Fruchtigkeit. Ich bleibe beim Karamell, beim Toffee. Ja, also dieser Whisky weckt bei mir Assoziationen von einer anderen Zeit, von, ja, ich hätte jetzt bald gesagt, von schon fast vergessenen Erinnerungen. Und das, finde ich, macht an einem Whisky wirklich Spaß, wenn der einen so ein bisschen zum Träumen einlädt, wenn der einen so ein bisschen in eine andere Zeit, in eine andere Welt versetzt. Was kann ein Whisky denn Schöneres machen, als dafür zu sorgen, dass man anfängt zu träumen? Gerade in Corona-Zeiten ist es natürlich schön, wenn der Whisky es schafft, dich einfach mal woanders hin zu versetzen. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich traurig, dass ich einerseits nur 2 cl habe und andererseits, dass ich den nicht öfter probieren kann, weil ich ihn echt lecker finde.
habe ich an 2CL, glaube ich, schon zwei oder dreimal genippt. Und irgendwie komme ich mir blöd vor, wenn ich die ganze Zeit das Gleiche sage. Deswegen trinke ich ihn jetzt, glaube ich, aus. Aber eigentlich wehrt sich bei mir alles und sagt so, riech doch noch dran, ist doch schön, macht doch Spaß. Ich hatte in der Geschmacksbeschreibung auch was von Seife und ja, Anis und Chili-Pfeffer gelesen. Also muss ich sagen, für mich ist das alles nicht da. Und das ist für mich positiv, weil das wären Geschmacksnoten, die nicht ganz meinen Geschmack getroffen hätten, glaube ich. Aber so gehört er, glaube ich, mit zu den besten Artbacks. Und auch mit zu den besten Whiskys, die ich bis jetzt hatte. Ich persönlich würde, glaube ich, den Black noch ein bisschen bevorzugen, weil ich auf das Weinfinish total stehe. Aber danach ist er für mich schon, glaube ich, an Platz 2. Kann nichts anderes als sagen, als er ist einfach lecker. Also meinen persönlichen Geschmack trifft dieser Whisky voll und ganz. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das an einem anderen Tag anders wäre. Ich finde die Nase total bombastisch. Dieses weich, cremig, sahnige zusammen mit diesem schönen Rauch und dem Geschmack tatsächlich ein bisschen rußiger, aschiger. Aber trotzdem fruchtig, süß, ausbalanciert, eine schöne Würzigkeit. Das passt. Das ist rundum harmonisch und gut und lecker. Und ich muss sagen, ich habe diesen Whisky sehr genossen. Ich freue mich, dass ich das richtige Glas dafür hatte, dass ich mir die richtige Woche dafür ausgesucht habe, denn ein richtiges, ja, Event im Prinzip mir dafür rausgesucht habe und den ich irgendwann einfach verkostet habe. Jetzt habe ich tatsächlich den roten Faden verloren, was ich gerade eigentlich sagen wollte. Ich finde es schade, dass ich tatsächlich nur 2CL hatte. Ich würde ihn gerne öfter trinken können. Dafür hat er mir einfach gut genug geschmeckt. Und ich habe es tatsächlich geschafft, und das ist das, was ich gerade eben sagen wollte, was ich vergessen habe. Ich habe es tatsächlich geschafft, auszublenden, was mich dieser blöde Schluck Whisky gerade gekostet hat. Weil bei 750 € die Flasche kosten auch 2CL schon eine Stange Geld. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass die 2CL fast 30 € gekostet haben. Joa. Für einen Schluck. Da kriege ich teilweise bei anderen Whiskys eine ganze Flasche von. Also das Geld ist er in meinen Augen nicht wert. Keine Chance. Aber es gibt für mich, glaube ich, auch keinen Whisky, der dieses Geld wert wäre, weil mit 750 € kann ich viele schöne Erlebnisse mit meiner Familie machen. Oder wenn ich es anders rechne, kann ich viele andere gute Whiskys kaufen, die auf einem ähnlichen Niveau sind, die aber deutlich weniger kosten. Und wenn sie 100 bis 150 € kosten, dann kann ich mir immer noch 5 Flaschen mindestens davon holen. Von daher ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also, wenn man sich anguckt, was andere 25-Jährige so kosten, dann
glaube ich, wäre man mit 300 € oder 350 € auch gut gefahren. Aber gut, Outback ist halt Outback, Outback kostet viel und wer Outback mag, der muss halt damit leben, dass es teuer ist. Mir ist es das immer mal wieder wert, zumindest zu probieren. Und die Cometeri-Lise, die hole ich mir dann auch ganz gerne mal. Und wenn ihr die auch probieren wollt oder ansonsten so probieren wollt, was ich hier auf dem Kanal so probiere, dann schaut am besten mal in meine Flaschenteilungsgruppe. Da werde ich demnächst versuchen, alles Mögliche selber zu teilen und weniger auf Samples angewiesen zu sein. Ansonsten würde ich mich total freuen, wenn ihr das Video mit einem Like belohnt oder noch besser, wenn ihr den Kanal abonniert und demnächst regelmäßig dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut mal in die Kommentare, hattet ihr diesen Whisky? Wie hat er euch geschmeckt? Und was ist eure Meinung zu ihm? Preis mal außen vor, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, er ist zu teuer. Aber sagt mir mal, wenn ihr ihn probieren konntet, wie er euch geschmeckt hat. Hat er euch gut gefallen? Wart ihr enttäuscht? Würde mich interessieren. Gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.